Na gut, dann räumen wir weiter auf. Das und das und ja, da ist die erste. Zing, zing. Und er scheint auch allein zu sein. Das heißt, wir können ein wenig Energie bei den Magiern sparen. Oh. Das klappt ja ganz gut mit dem Rumtänzeln bei denen. Also eigentlich sollte man die immer schön im Nahkampf bekämpfen. Also ein Feld ran. So. Ganz viele Fallgruben. Wo wir bestimmt später irgendwo noch taktisch runterspringen müssen. Und da ist ein Eisengolem. Oh. Oh, oh. Da achtet man auf den einen und wird von dem anderen getackelt. Nicht schön. Ich hoffe mal, der andere kommt nicht in unsere Nähe. Der müsste irgendwo da gewesen sein. 5 Schaden. Na okay, mit so einem Dolch auf dem Eisengolem einstechen. Nicht unbedingt die beste Idee, würde ich sagen. Sehr schön. So, auf den nächsten höre ich schon gleich. Der. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Das war aber hier. Lass ich jetzt fest. Ah, ich höre was. Ah, das ist er. Ja, sehr schön. So, Blitzdingens. Oh. Ah, er ist nicht so schnell wie der Ogre. Der Ogre verpasst einem ganz schnell mal einen Schlag nach rechts oder links. Der hier braucht er länger. Was ja ein großer Vorteil ist. Okay, dafür hält der hier gefühlt noch mehr aus als ein Ogre, aber nee. Ich glaube, es waren insgesamt nur 4 auf der Etage. Einer in jeder Nische da. So. Ja, doch, komm gut voran. Hören tue ich gar nichts mehr. Hier ist noch eine abgeschlossene Tür. Die müssen wir nicht großartig markieren. Das ist ja recht offensichtlich, dass da noch weitergeht. Oder dass da irgendwas ist. Aber die Wände sollte ich mir genauer angucken. Wer weiß, ob es hier nicht noch... Au. Wer weiß, ob es nicht da neue Schalter gibt, wollte ich sagen. Gut, also räumen wir unten auch noch ein bisschen auf. Zwangsweise. Auch wenn wir erstmal einen Weg nach oben finden sollten und dann mit dem Rücken dazu aufräumen. Okay, ein, zwei Sachen können wir ruhig mitnehmen. Steel Gear. A Small Gear. Sonst sagt er nichts. Also ich glaube, er hat sonst gesagt, was er brauchte. Ja genau, das hier kann man nicht mehr reparieren, also ist es sinnlos mitzunehmen. Oh, fliegende Spinne. Da können wir so ein Tentakel-Ding sein. Was haben wir hier? Ring Gauntlets, nö, danke. Das mal weg, das irritiert. Und da war eine. Na komm. Ja, sehr schön. Oh, einmal Licht bitte. Einmal Licht bitte. So, noch mehr Essen. Sehr schön. Auspuffrohr. Es ist überzogen mit Ruß. Aber ich glaube nicht, dass wir ein Auspuffrohr brauchten. Oh, 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 oh. Ja, genau dich meinte ich eben gerade. Garstiges Biest. Komm, stirb. Eine spinnende Fliege höre ich noch. Large Gear. Ja, ich glaube nicht.
Das Einsammeln von Dingen hat eh keine Priorität. Die Tier töten ist viel höher auf der Liste. Ah, oh, oh, noch einer. Stirb du gar. Ah, da ist noch eins. Das wäre, glaube ich, mein Horror. Ein Level, wo die hier und normale Spinnen durchgehen spawnen irgendwo. Ah, du blockierst den Weg. Auch wenn du nicht ausgefahren bist. Okay. Dann bereiten wir noch ganz gemütlich die Zaubersprüche vor. Okay. Das war jetzt sinnlos. Oh. Haha, der war wichtig. Scheint noch funktional. Oh. Mach dieses doofe Inventar weg, ich kann nichts sehen. Ja, ja. Oh. So. Mann, wo sind wir? Da sind wir. Hier war irgendwo ein Teleporter, das weiß ich noch. Hast du noch ein Ding? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Na komm. Oh. Das hier brauchen wir noch auf jeden Fall. Au. Das da wohl nicht und das ist Teleporter. Oh. Da war der Teleporter. Ah, ist noch eine Fliege. Oh. Bist du. Kein bisschen paranoid. Ah, noch erwischt, sehr schön. Au. Au. Und ein paar mehr. Nicht unsere Magie töten. Sehr schön. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit für das da. Das da. So. Metall wieder aus. Und ich hätte dir noch Heiltränke gegeben, wenn gerade welche fertig wären. Oh. Okay. Da ist der Teleporter. Irgendwo war ein Schalter, um den Teleporter zu aktivieren. Ja. Wir sollten nicht neben denen stehen bleiben. Das Ding brauchen wir auch nicht. Kein Eingang. Mhm. Es wird da irgendwo. Können wir also auch nicht runterspringen. Na gut, du trinkst mal einen Heiltrank. Du gibst. Ihren Heiltrank. Was zur Hölle? Oh, Dinos. Und eine Krabbe. Ich sehe euch. Was machen die da? Egal. Wir wollten Heiltränke brauchen. Und Mana-Tränke. Und überhaupt so ziemlich alles andere auch. So. Du brauchst noch einen Energietrank. Also das da, das da. So, du hast einen Heiltrank zum Energietrank. Du hast einen Heiltrank zum Energietrank. Du komischerweise auch. Bei dir fehlt noch was. Dann ist mal das. Das soll von der Tür weggehen. Die Geräusche sind echt irritierend. So, ein Heiltrank noch. Jo. So, 2-1. Oh, noch ein Heiltrank. So, also. So, hey. Kannst du mich doch nicht stören beim alchemistischen Rumexperimentieren. Okay, ist nicht wichtig, experimentieren, oder? Wie zur Geier. Stirb. Wir haben gerade ganz komischen Blitz geschossen. So schräg weg von uns. So, du, darunter. Jemand Hunger? Ja, du hast Hunger. Du isst mal das Stück da. So, du bist überladen. Gib mal das ihm. Geht nicht. Gib mal das ihm. Geht auch nicht. Wir müssen definitiv aussortieren. Okay, erstmal kurz überprüfen, was ich eigentlich überprüfen wollte. Nämlich die Tränke. Also, 2 Heiltränke, 1 Energietrank, 2 Heiltränke,
Einheit rein zwei Energietränke, Einheit rein zwei Energie. Ja, das ist gut soweit. So, das einmal stapeln bitte. Du hast noch was zu essen. Du hast einen Beutel mit Fackeln. Ah, ist komisch. Der Beutel kann mir hier bleiben. Die komischen Mittens können hier bleiben. Schurigen kann hier bleiben. Das Zahnrad ist schwer. Sie ist auch überladen. Lederhelm kann hier bleiben. Kraut kann zu ihm. Ha. Immer noch überladen. Wiegt 0,2 jeweils. Das sind auch nochmal 2 Kilo, die sie hier trägt. Nur ein Wurfdolchen. Dann kommen die können auch weg. Der Bogen ist 75 Gold wert. Du kannst weg. Die Steine. Ne, die Steine schmeiß ich nicht weg. Aber das Ding können wir gleich oben abladen. Also das ist weg, dann ist hier nicht mehr beladen. Und wenn das weg ist und das weg ist, hat er noch mehr Platz. Ja, das reicht vorerst. Also. Lustige Schaltersuche. Erstmal kurz, ob hier irgendwo direkt beim Teleporter was frei ist. So. Volle Breitseite. Da würden wir jetzt gerne rein. Und da ist ein Knopf. Gatter beim Teleporter. So, das war es nicht, vergessen wir später. Swoosh. Okay, rechts rum. Wir können die Sachen schon reinstecken. Wir dürfen das letzte noch nicht reinstecken, bevor wir soweit sind. Das heißt, wir laden einfach mal. So, du musstest irgendwo rein. Ne, hier kommt der Kapazi. Ne? Aha, okay. Eins haben wir schon mal. Da kommt das Erz rein. Zwei haben wir schon mal. Da muss irgendwas anderes hin. Drei. So. Keine Überladung mehr. Und wenn wir das vierte Ding hätten, könnten wir jetzt den Würfel wecken. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen eigentlich hier oben zu Ende aufräumen. Dabei bin ich heruntergepurzelt. Noch eine abgeschlossene Tür und dahinter ist ein Sack. Hm. Okay. Ist auch nichts Neues, ne. Aber bei sowas verdächtige ich immer die Wand, dass da irgendwas drin liegen könnte. Aber ist auch nicht. Nö, schaut soweit hier oben relativ sauber aus. Das heißt, wir können gleich die obere Karte hier mit der unteren vergleichen und gucken, wo wir runterspringen könnten, um zu irgendwas Neuem zu kommen. Sieht auch komisch aus. Aber nö. So, wir sind einmal rum. Ja, da ist noch ein Bereich, wo wir nicht waren, aber das wird nichts Besonderes sein. Vollständigkeitshalber einfach mal kurz hinhuschen. Nicht in die Valgrube springen. So, genau, ist einfach nur ein Knubbel. Aha, was haben wir hier? Die Siegel des Tores werden bersten, wenn die Ketten des Gefangenen gebrochen sind. Also die da werden aufgehen. Und die Gegner kommen raus. Okay, Licht bitte. Level up bitte. Ich glaube, wenn wir hier runterspringen, landen wir da. Wenn wir da runterspringen, landen wir da. Gucken wir mal. Wir nehmen jetzt das hier und nennen das A1. Springen runter. Nachdem die Feuerbälle und Blitzschläge vorbereitet sind. So. Nope, schöner Platz. Sehr schöner Platz.
Blitzstrahl, Breitseite. So, hier sind wir runtergefallen. Das ist A1. Also orientieren wir uns. 1, 2, 3, 4, nach da wäre der. Der ist also auch eine Niete. So, ein nach rechts, zwei nach unten von dem aus. Ein nach rechts, zwei nach unten von dem aus wäre das nächste. Noch eine Niete. Zwei nach links, drei nach links, auch Nieten. Da, da. Du weg, du dahin. Von dem aus einer schräg unten rechts und einer da wird da. Da, dann werden die auch weg. Was mit dem Großen hier? Wenn wir von hier aus ein nach links gehen und drei nach unten, landen wir da. Das ist komisch. Das wäre ja quasi prädestiniert gewesen, dass der etwas Besonderes ist, wegen dieser Anordnung. Aber nö. Okay. Von da aus einer schräg um links wäre hier. Und 1, 2, 3, 4 nach links. 1, 2, 3, 4 nach links. Nö. Auch nix. Von da aus 1, 2, 3 nach schräg unten links. 1, 2, 3 und 1 nach unten. Das kann doch nicht sein. Bei so vielen Fallgruben. Keine, die irgendwas Besonderes macht. Die hier vielleicht. Also von dem da unten. 1, 2 nach schräg oben. Wer hier? Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö. Einer schräg unten links und zwei nach unten. Einer schräg unten links, zwei nach unten. Wer hier? Das ist alles nichts Besonderes. 1, 2, 3, 4 nach schräg. 1, 2, 3, 4 nach schräg. Und von dem hier einer schräg. 1, 2, 3, 4. Einer schräg. 1, 2, 3, 4. Und den letzten. 1, 2, 3 schräg rechts und runter. 1, 2, dahin. Nö. Das ist irgendwie enttäuschend. Aber na gut, hätten wir das wenigstens auch geklärt. Das heißt, ich sehe nicht, wo ich bin vor lauter Punkten. Das heißt, uns fehlt noch... uns fehlt immer noch das eine Teil für den Würfel. Das wir aber eh nicht benutzen werden, sondern erstmal die Fighter-Challenge machen. Und da würde ich noch ganz gerne gucken. Außerdem weiß ich, dass hier mindestens noch ein Secret ist. Mindestens. Es gab irgendwie so eine Ecke, wo richtig viel Schrott auf dem Boden lag. Und da waren auch normale Spinnen und nicht diese fliegenden. So. Achso, ich wollte hier... So. Und links rum. Stirb. Oh. Was machst denn du? Stein auf Stein. Das könnte hier irgendwo gewesen sein. Secret, dann wird es wohl hier gewesen sein. Zwei Eisbomben. Was zu essen? Noch ein. Wir entfernen uns. Okay. Kurz zurück. Dich machen wir nochmal zu. Warten ganz kurz, speichern jetzt ab. Und dann drücken wir den Schalter nochmal und versuchen herauszubekommen, wo genau was aufgeht. Aber wahrscheinlich irgendwo da hinten, dass man Zugang zu dem Bereich hier hinter dem Schrotthaufen bekommt. Aber ja, wir sehen uns gleich wieder.